Trainer, 6:0 gegen Bayern Regionalligist FC Pippenried. Wie sind heute deine Eindrücke vom Spiel? Ja, ähnliche Eindrücke wie die letzten Spiele auch. Ja, wir waren sehr, sehr präsent. Heute haben wir auch defensiv wieder überhaupt nichts zugelassen. Ich glaube, eine Torschance gab es kurz vor Schluss für Pippenried. Ja, die sind nächste Woche im Spielbetrieb drin. Das heißt, sie sind auch vom Fitnesszustand her kurz vor dem Saisonstart. Ja, das heißt, sie sind schon ein Stück weiter als wir. Deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden, wie die Jungs gearbeitet haben. Machen defensiv einen sehr, sehr guten Job. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit leider die eine oder andere Situation liegen haben lassen, weil wir es einen Tick zu übertrieben haben, kompliziert gespielt haben und ähnlich dann auch ab der Minute 60 in der zweiten Halbzeit hätten wir doch ein bisschen geradliniger bleiben können, dann hätten vielleicht die eine oder andere Chance noch mehr rausspielen können. Es war, wie schon gesagt, der fünfte Sieg im fünften Test. Ist das normal für dich oder auch ein bisschen über der Erwartung? Nein, bis jetzt haben wir ja auch gegen Gegner gespielt, die jetzt nicht über uns standen, sondern gegen unterklassige Gegner in dem Fall, zwar Regionalligisten und Oberligisten, ja, wo man auch mal ganz, ganz schnell stolpern kann, das ist klar, aber die Jungs machen ihren Job gut und die Erwartung ist natürlich schon, dass wir solche Spiele dann auch für uns entscheiden. Dankeschön. Bitte.